ihr dann nach gar nicht so langer Trainingszeit ins Viereck in Warendorf und dort zum Titel des Bundeschampions. Hier ist in der 31 Carlos Benicio. Bellissimo, der Meistermacher. Wir im Stadtland der Lilienthal gezogen aus dem Valencia vom Feld, Third Wanderkönig. Nicht nur aufgrund seiner Bemalung etwas ganz Besonderes. Aber das Gefühl, das Carlos Benicio hier gibt, ist einzigartig. Und so auch seine Leistungsprüfung im Schliekau. 167 der Dressurzuchtwert. Für den Schritt die 10,0, für den Trab die 10,0. Für den Galopp die 10,0, total 9,88. Das ist nicht gut, das ist nicht spitze, das war die Laterne. Sensationell. Und konzentriert. Und dann im nächsten Moment mit diesem super Schritt ganz entspannt, locker, und so ein bisschen noch da, immer ein Ohr bei seiner anderen. Und genau wie der Miss Nicket haben wir auch ihn besucht. Und im nächsten Tag hier werden Sie Fotos von diesem Pferd sehen, die Sie noch einmal gesehen haben. So wie die Kraft. Vorne. Versteht man die Mannschaft? Ja, ja. Und dann ist es so, dann hat man ja recht. Ich kann den Sack laufen. Genau. Und zu diesen Grundgangarten kommt dann eben noch Intellekt, kommt eine sportliche Einstellung und Rittigkeit, die, so sagt Anna, ihresgleichen sucht. Sie sagt, ich darf eigentlich gar nicht zu viel probieren. Immer wenn ich ihm eine Sache gezeigt habe, dann macht er sie sofort. Dann nimmt er mir einfach alles ab. Genau, meine Bauchmuskeln. Anfang Februar. Denn
Coach Hans-Heinrich Meyer zu Strohn steht in der Ecke, der Anna und Benicio betreut.